Auch in Norwegen müssen die Schornsteine regelmäßig gekehrt werden. Welche Unterschiede es zwischen dem deutschen und dem norwegischen Schornsteinfegerhandwerk gibt, lernte der Lehrling Julian Fingerhut aus dem Bezirk der Handwerkskammer Braunschweig-Lüneburg-Stade kennen. Er arbeitete 4 Wochen bei einem Schornsteinfegermeister 1200 Kilometer entfernt vom heimischen Ausbildungsbetrieb des Braunschweiger Bezirksschornsteinfegers Detlef Bade. Der 19-jährige Auszubildende lernt viel über seinen Beruf und die Norweger in Lillehammer, eine Kleinstadt nördlich von Oslo, gelegen. Hier ist mein Arbeitsplatz, hier arbeite ich dann am Computer. Untergebracht bin ich hier bei der Feuerwehr. Ja, so lernt man dann halt auch die Leute kennen, ist halt schon nicht schlecht und das macht total Spaß hier. Kai Olsen betreute Julian Fingerhut. Detlef Bade überzeugte sich vor Ort von der hervorragenden Unterbringung seines Lehrlings und ließ sich den Handwerkeralltag schildern. Unterschiede gibt es einige. Beim Fegen ist es ein bisschen anders als in Deutschland. Da haben wir halt einmal das Kehrgerät hier. Das ist da mit den Karabinern hier die Einlage eingehakt. In Deutschland wird das ein bisschen anders gehandhabt. Außerdem ist hier die Arbeit zum größten Teil nur vom Dach. In Deutschland haben wir es auch öfters mal, dass wir vom Dachboden aus fegen oder halt vom Boden aus mit einer Haspel den Schornstein dann hochhaspeln. Detlef Bade freut sich über die Entwicklung seines Lehrlings. Der Auslandsaufenthalt war seine Idee. Ich als Ausbilder sehe den Austausch in fremde Länder für Jugendliche sehr positiv. Junge Menschen lernen die Arbeitsweisen und auch die Kultur, die Sprache in einem anderen Land kennen. Ob beim Kehren auf dem Dach oder in den Häusern der Bewohner von Lillehammer, Julian Fingerhut war mit dabei und musste mit anpacken. So war er ganz nah bei den Menschen, konnte viele Kontakte knüpfen und einiges über seinen Beruf lernen. Betriebe und Auszubildende, die an einem Auslandsaufenthalt interessiert sind, können sich bei der Handwerkskammer informieren. Für Julian Fingerhut steht fest, er würde es immer wieder machen.